So, wir sind hier bei den deutschen Beachvolleyballmeisterschaften in Timmendorf und ich habe jetzt ein Team mitgebracht, Lars Goikes und Lennart Bebert. Die beiden sind gerade leider knapp ausgeschieden gegen Jonathan Erdmann und Max Benzin in einem wirklich spannendem Spiel. Die haben sich echt nichts geschenkt, aber ja, im Gesseren war leider das andere Team. Aber ich habe mir gedacht, wir stellen noch ein paar Fragen. Lennart, für euch war es jetzt die erste deutsche Beachvolleyballmeisterschaft. Was nehmt ihr mit aus dem Turnier? Boah, was nehmen wir mit? Wie es sich anfühlt, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwar so ein bisschen wie am ersten Schultag, muss man ehrlich sagen. Also gestern beim Einlaufen schon so ein bisschen gekribbelt und man wusste irgendwie gar nicht so, was ist das hier, was ist mit uns los? Und ja, dann erstes Spiel Center Court direkt, auch ganz tolle Erfahrungen, mega Erfahrung gehabt. Und jetzt gerade auf Court 2 knappes Spiel gehabt. Ja, also viele Eindrücke und so dieses ganze Gefühl, das nehmen wir auf jeden Fall mit nach Hause und freuen uns, vielleicht irgendwann nochmal hier aufschlagen zu dürfen. Lars, Lennart meinte schon gerade, erstes Spiel Center Court. Hattest du ein bisschen die Buchsen voll oder hast du locker flockig aufgespielt? Es war natürlich eine ordentliche Kulisse, davor, weiß nicht, 2.000 Leuten zu spielen. Das hat man ja auch nicht mal immer so auf einem normalen Turnier, sag ich jetzt mal. Deswegen, also es war schon was anderes als sonst, aber großartig Angst hatte ich jetzt nicht, würde ich sagen. Wenn ihr vor der Saison euch einer gesagt hätte, dass wir jetzt hier stehen und ihr die deutschen Meisterschaften gespielt habt, hättet ihr das für möglich gehalten oder war es sogar euer Ziel, hierher zu kommen? Ziel ja, aber nicht für die Saison, ehrlich gesagt. Wir hatten eigentlich uns zusammengesetzt und haben so ein bisschen Pläne geschmiedet, haben gesagt, so wenn es in ein, zwei Jahren mal klappt, so Timmendorf 2020 haben wir so als Hashtag da in unsere Sponsorenmappe geschrieben. Das war eigentlich so der Plan und dann passieren auf einmal Turniere wie Münster, wie Düsseldorf, wo wir Fünfter werden. Und das einfach mega geil war und von daher hätte ich das auf jeden Fall direkt genommen, hätte irgendwer gesagt, du spielst da, aber auch nicht so richtig geglaubt, aber also für uns ein Riesenerfolg, der größte Erfolg, den wir bisher erreicht haben und dass jetzt der 13. ist, alles gut, ja, mega geil einfach dabei zu sein. Gut, und die letzte Frage, du hast vorhin schon gesagt, du hast jetzt Urlaub, wo geht's gleich hin feiern? Das haben wir noch nicht geplant. Wir waren natürlich von Spiel zu Spiel erstmal und deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir lassen uns vielleicht noch ein bisschen inspirieren, weil es ist ja unsere erste Meisterschaft hier. Wir kennen uns natürlich noch nicht so gut aus, aber ich sag mal, es laufen ja genug Experten rum, die man fragen kann. Genau, dann fragt mal die alten Hasen da draußen. Genau. Ich packe für euch den Link zu ihrer Fanpage unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr erstmal ein Like da lassen. Und vielen Dank für das Interview. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Jahr wieder und dann hoffentlich da auf dem Center Court. Ja, hoffe ich auch. Tschüss. Ciao.